Hallo meine Lieben. Hallo. Und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, beziehungsweise... Wir freuen uns, könnte man schon fast sagen. Also man kann es sagen. Wir haben uns jetzt hier auf diesem wunderschönen, kuscheligen Sitzsack, ich weiß gar nicht, ob man den in der Kamera sieht, versammelt. Nee, der ist wirklich schön. Also. Allerdings bist du, glaube ich, allergisch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil meine Augen jucken ein bisschen. Ich würde ihn als... Es ist... Ein Sitzsack. Ja. Wir werden euch jetzt heute auf jeden Fall ein bisschen darüber erzählen, wie sich unser Alltag die letzten Wochen verändert hat und wie das Leben so mit Baby ist. Denn ich habe euch in meinen letzten beiden Videos gefragt, ob ihr Lust auf so ein Video habt, und ihr habt ja auch auf Insta-Story und überall gemerkt, unser Leben hat sich schon um 180 Grad, wenn nicht sogar um 360 Grad gewendet. Nee, das würde keinen Sinn machen, weil dann würden wir wieder bei der Ausgangssituation anfangen. Sag mir, wieso bist du so schlau? Außerdem habe ich einige Szenen in den letzten Tagen aufgenommen, die euch nochmal so richtig zeigen, wie unser Alltag aussieht. Cool. Ich finde, ich habe mich super vorbereitet. Wir beginnen jetzt einfach mal am Morgen, denn da beginnt der Tag und da beginnt jetzt auch... Boah, Bibi, ja! Fang einfach an! Ganz viele haben gefragt, bist du die ganze Nacht wach oder wann steht ihr jetzt auf? Und ehrlich gesagt hatte ich auch voll Angst, dass... Warum lachst du jetzt? Eigentlich nicht. Das ist einfach... Ich mach weiter. Jetzt bin ich voll aus dem Konzept, weil du einfach hattest die ganze kein Zeit... Konzept. Du so, ja, wo ich morgens beginne, starte ich und keiner weiß, worum es geht. Ich komme dann mit irgendwelchen Einspielungen, die ich hier noch gar nichts gesehen. Hat sich an unserem Morgen etwas verändert, lieber Julian? Ja. Ja, doch schon. Plötzlich wacht man nicht mehr einfach irgendwie vom Wecker auf oder... Obwohl, eigentlich ist das ja auch ein Wecker, ne? Ist es wirklich ein Wecker? Der wacht nämlich wirklich fast jeden Morgen um die gleiche Uhrzeit auf. Der wacht exakt eigentlich schon fast zur selben Minute auf. Das ist so krass, ich weiß nicht, wie der das macht. Ja, also irgendwann wird der Kleine dann wach und quengelt rum, weil er Durst hat und gestillt werden muss. Das mache ich dann. Dann ist Julian meistens auch wach. Meistens sind die Pampers dann auch voll, dann wird er auch direkt gewickelt. Das ist morgens immer Julians Job, das stimmt. Dafür wickelt die Bibi ihn nachts, wofür ich ja echt dankbar bin. Wickeln dauert, keine Ahnung, 3-4 Minuten. Ja. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen assi, aber dass ich dann nicht extra aufstehe und... Weil wenn ich einmal aufstehe, ich bin so ein Mensch, der dann nicht mehr einschlafen kann. Ich habe einfach gesagt, ich bin dann eh wach und hellwach, wirklich. Genau. Und es macht gar keinen Sinn, den Julian dann zu wecken, damit er ihn kurz 2 Minuten wickelt und ich dann 2 Minuten früher dann da irgendwie mich ausruhen kann. Aber genau. Dafür bin ich immer am Tag der absolute Stillprofi. Der morgens. Stillprofi? Habe ich Stillprofi. Wickelprofi. Oh, Junge, Junge. Dann sind wir wach. Der Kleine ist fertig gemacht. Dann wird er morgens umgezogen. Dann hat er in der Nacht seinen Schlafsack an mit seinem Schlafanzug oder mit seinem Body. Und dann kriegt er Anziehsachen an. Das macht auch Julian meistens. Nee, warte. Eigentlich machen wir es so. Eigentlich wickle ich den. Du liegst dann noch im Bett. Und dann legen wir uns noch eine Stunde. Liegt er entweder auf meiner Brust oder bei der Bibi. Ja. Und dann schlafen wir noch ein... Also was heißt schlafen? Man soll ja nicht so schlafen. Ich bin dann meistens immer... So wach oder... Oder wir gucken ein bisschen Fernsehen. Genau, dabei. Und dann liegt er immer hier so und ist dann noch am Schlafen. Ja, das ist Und dann echt müssen schön. Wir ihn wiederum... Wecken. Beziehungsweise halt wegtragen und dabei wacht er dann halt auf, weil der irgendwie einfach weiter pennt. Also wenn er einmal schläft, dann schläft er echt so 2-3 Stunden, manchmal sogar Wie 4 Stunden. Wie gerade zum Beispiel. Ja, jetzt gerade liegt er auch und schläft. Das ist immer die schönste Zeit eigentlich, morgens mit dem dann noch zu kuscheln, wenn er ruhig und zufrieden ist. Und dann gehen wir runter und dann ist es meistens so, dass sich einer fertig macht und der andere sich um den Kleinen kümmert. Und der als erstes fertig ist, nimmt ihn dann entweder mit runter oder geht schon mal als erstes runter und macht Frühstück. Und der Kleine bleibt dann oben liegen, während sich der Zweite fertig macht. Das ist auch ein grundlegender Punkt, der sich geändert hat. Man kann halt einfach nicht mehr gleichzeitig Dinge machen. Wenn er auf jeden Fall wach ist, wenn er schläft, alles super easy. Auch so die kleinsten Dinge. Früher so, ja komm, lass mal kurz Brötchen holen oder sowas. Es geht halt einfach nicht mehr jetzt, zu zweit. Klar geht's, aber dann den in den Wagen und dann den wieder einpacken, zudecken. Und dann denkt man sich, ja komm, fahr ich schnell alleine. Ja, das aber das stimmt. Hat sich schon bei uns geändert, weil viele Pärchen sind ja so, ich mach das, du machst das, aber wir haben halt immer alles straight zusammen gemacht. Das stimmt. Obwohl wir ja auch letztens zusammen shoppen waren. Das stimmt. Das war das erste Mal shoppen und da habe ich auch einen Spieler gemacht. Sollen wir die jetzt einblenden? Ja, blend die ein. Der Julian war schon viel früher bereit, mit dem Kleinen irgendwie mal rauszugehen. Ich habe echt lange gebraucht, weil ich irgendwie so... Ich glaube, ich bin echt allergisch gegen diesen Sack hier. Julian... Meine Augen jucken gerade. Ja, tut mir leid. Ich wollte mich auf den Boden setzen. Hast du gesagt, lass uns den Sack holen. Der sieht ja auch einfach cool aus. Den sieht man gar nicht, ne? Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wo ich war. Ja, ich habe echt gerade eine harte Phase.
war am Anfang total unsicher oder habe mich so unsicher und ein bisschen unwohl gefühlt bei dem Gedanken rauszugehen, wo viele Menschen sind. Du musst halt alles dann mitnehmen, wenn du mit dem Kleinen rausgehst. Sollen wir aber einmal ganz kurz sagen, wie unser Auto aussieht und wenn wir nur ins Büro fahren oder erzähl so. Mal. Also, wir nehmen immer den Kinderwagen mit. Ich dachte, du wolltest sagen, wie das Auto aussieht. Wir nehmen immer den Kinderwagen mit. Dann haben wir eine Decke, wir haben ein Spucktuch, wir brauchen mindestens einen Schnuller, meistens sogar zwei, weil wir immer einen verlieren. Dann haben wir die komplette Wickeltasche dabei. Dann haben wir letztens einmal eine Wickeltasche vergessen und er hatte kein Ersatzoutfit. Und das war so dämlich, dass ich wieder nach Hause fahren muss, dass ich mir gesagt habe, egal wo ich jetzt hingehe, habe ich immer einen Rucksack dabei. Wo er auch nochmal zusätzlich Sachen genau, zum hinten Wickeln im Rucksack liegt, hat. Hinten im Auto liegt ein Rucksack von mir, wo mein komplette, eigentlich ist eine zweite Wickeltasche. Ja. Richtig unnötig, aber ich fühle mich einfach wohler, wenn ich auch noch was dabei habe. Ja, jetzt wo wir schon Büro eben kurz angesprochen haben, können wir damit eigentlich auch weitermachen. Da haben wir nämlich, glaube ich, auch Szenen aufgenommen. Da denkt man vielleicht gar nicht drüber nach, wenn man kein Baby hat oder sich noch nie um Baby gekümmert hat. Aber egal, wo man hingeht, braucht man halt immer irgendeine Möglichkeit, ihn abzulegen, weil der kann sich halt nicht einfach auf den Stuhl setzen. Und wenn man jetzt irgendwie bei Freunden ist oder so, dann kann man ihn eigentlich auch nicht durchgehend auf dem Arm haben. Oder es ist halt eher immer dieses Auto-Ding dabei, aber da liegt er halt nicht so gut drin. Da sollen wir die auch nicht so lange drin liegen lassen. Ihr wisst ja, diesen Autositz hat genau. Einen Namen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir haben meistens noch so ein kleines Nestchen dabei. Genau, dieses Nestchen, das wollte ich gerade sagen. Das ist quasi wie so ein kleines Bettchen zum Mitnehmen, wo er ganz bequem drin liegen kann. Ja, warte, jetzt haben wir die Einspieler vom Büro vergessen. Da ja. Haben wir nämlich auch Einspieler gemacht. Einspieler! Bibi? Wir wollten doch eigentlich ins Büro, oder nicht? Ja. Arbeiten. Ach so, es gibt Probleme, sagst du? Haben wir jetzt alles eingepackt? Ich weiß nicht. Wickeltasche ist im Auto, Spucktuch, Decke. Er ist ruhig. Wir können los. Nein. Na du? Okay, ich weiß nicht, wie du das machst, aber irgendwie hast du Zauberhände. Wenn ich den trage, ist der immer ruhig, ich sag's dir. Und ab geht's. Es hat funktioniert. Ja, wir sind jetzt im Büro fertig. Wir brauchen für alles wirklich mindestens doppelt bis dreimal so lang, oder? Ja, obwohl jetzt ist er eigentlich ganz ruhig da dran. Hast du auch einen Zweispieler? Boah, der war spontan lustig. Das ist eigentlich der Zweitspieler schon praktisch. Okay, stimmt, das ist ja der zweite Einspieler. Okay, also, wir haben jetzt den Morgen erzählt, jetzt sind wir durcheinander durch alle möglichen Situationen. Jetzt waren wir kurz im Büro. Wir waren in der Shop. Ihr müsst euch das so vorstellen, der Kleine hat irgendwie so einen Wach-Schlaf-Rhythmus von ungefähr 3 Stunden, sag ich jetzt mal. Das heißt, er wacht auf, dann muss er halt gestillt und gewickelt werden und dann schläft er halt meistens wieder so 2 bis 3, 4 Stunden. Im Moment ist es aber so, dass diese Schlafphase auch mal sich sehr nach hinten verzögern kann und er vielleicht auch mal 3 Stunden am Stück wach ist, nachdem wir ihn gestillt und gewickelt haben. Weil das er passiert immer aber Gott sei Dank nicht häufig nachts. Also das stimmt, meistens nachts am schläft Tag. Er eigentlich immer durch, im Sinne von, dass er 2-3 Mal aufwacht. Er hat halt immer mehr Situationen, wo er einfach nur da liegt, ganz, ganz viel beobachtet. Klar kann man ihn einfach liegen lassen, aber er findet es auch schön, merkt man irgendwie, wenn man sich dann mit ihm beschäftigt, auch wenn er eigentlich nur einen anguckt. Aber man merkt das irgendwie schon, dass er das ganz schön findet. Dieses Gefühl, einfach nicht alleine darum zu liegen, sondern dass sich jemand mit ihm beschäftigt. Und das ist voll cool, in seinen Wachphasen übt er manchmal irgendwie so Mimiken. Ja. Manchmal guckt er so voll böse. Eine Sekunde später ist er voll am Lachen. Ja, das ist und voll der krass. Ist dann, der lacht einem manchmal richtig krass ins Gesicht, aber ich glaube, er checkt noch gar nicht, dass er lacht. Ja, oder? Das nennt man, glaube ich, Engelslächeln oder so. Ja, das weiß noch ich nicht. So das ist, boah, es ist so süß, wenn er einen anlächelt. Das ist krass. Es gibt nichts Schöneres, wenn der einen anlächelt, wirklich. Das stimmt, das ist mega schön. Also wenn er halt seine Schlafphase hat, dann kann man alles machen. Und dann haben wir quasi frei, babyfrei und können uns halt um andere Dinge kümmern. Aber zusammen. Ihn natürlich immer im Blick haben. Oder? Ja, der liegt immer neben uns. Jetzt ein Babyphone anhaben und halt alles überprüfen. Also das hat sich auch geändert. Wir sind nie mehr alleine irgendwo. Der Kleine ist wirklich immer bei uns, egal wo wir hingehen, egal in welchem Raum wir sind. Hast du schon gesagt, dass der auch im Badezimmer ist? Nee, im Badezimmer haben wir auch so ein Tagesbettchen, wo wir immer reinlegen, wenn wir zum Beispiel in der Dusche sind oder so. Habe ich niemals drüber nachgedacht. Nee. Keine Ahnung, aber ich kann ihn ja nicht hier in einen anderen Raum legen, während ich in der Dusche bin. Ja, meistens wenn die Bibi sich duscht, bin ich mir halt, wir machen es halt morgens meistens zusammen fertig. Man will ihn halt nicht drüben lassen, klar, könnten wir da jetzt auch das Babyfon aufstellen, aber weiß ich nicht, das ist irgendwie, man will ihn halt eigentlich immer dabei haben, ne? Ja. Und manchmal gibt es dann halt auch so Phasen, dass er gar nicht ruhig zu stellen. Ja. Zum Beispiel, wenn sie halt gerade irgendwie auf Toilette ist, im Badezimmer irgendwas und der will halt gestillt werden.
und sie ist halt bei irgendwas bei, wo sie halt noch ein paar Minuten braucht, dann also oft, meistens wird alles immer unterbrochen, aber manchmal gibt es Momente, die können halt gerade nicht unterbrochen werden. Und dann muss ich ihn kurz beruhigen. Ich hab so eine bestimmte Tanzgangart, wo und dann so ein bisschen hoch und runter, die ist unfassbar anstrengend. Du kriegst ihn immer ruhig. Ich krieg ihn immer ruhig, auch beim Autofahren. Das ist echt krass. Unser Leben spielt sich halt im Moment sehr viel im Haus ab und wir treffen uns ganz, ganz viel mit Freunden und wenn wir uns mit der Familie treffen, kommen die halt auch meistens zu uns ins Haus. Wir gehen viel mit Leuten raus spazieren, also alles, was zu Fuß erreichbar ist, ist halt total gut, weil wir ihn dann nur in den Kinderwagen legen müssen. Also da ist eigentlich alles chillimilli, ne? Können wir alles noch weitermachen mit Freunden. Restaurants waren wir jetzt auch zwei, dreimal. Ja, das hat auch immer gut geklappt. Aber man muss dazu auch sagen, bevor wir rausgehen und zum Beispiel in ein Restaurant gehen, muss man schon kurz überlegen, wie lange schläft er jetzt schon? Macht es Sinn, ihn vielleicht jetzt zu wecken, nochmal zu wickeln, nochmal irgendwie zu stillen oder so, bevor man losgeht? Weil wenn er dann irgendwie schon 2 Stunden am Schlafen ist und man geht los und dann wacht er auf, dann ist er halt auch wach und dann fängt das Ganze halt mit Stillen und Wickeln wieder von vorne an. Und wenn man dann gerade losgegangen ist, ist es halt super doof. Das heißt, man muss schon immer den richtigen Moment abpassen, wann man halt irgendwas machen kann. Aber ich glaube, so zusammengefasst gesagt, finde ich, es hat sich natürlich komplett alles geändert. Es ist eigentlich nichts irgendwie so gleich, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte sehr krassen Respekt und Angst davor, dass ich damit irgendwie nicht ganz klar komme, mich halt gar nicht eingeengt oder irgendwie so einer, oh Gott, mein Leben ist jetzt vorbei überhaupt nicht, wirklich gar nicht, im Gegenteil. Keine Ahnung, man freut sich einfach über jeden Fortschritt. Anfangs konnte er die Augen nicht ganz aufmachen, jetzt guckt er einen voll an, jetzt kann man so schnipsen, dann fokussiert der und jetzt gestern lag er bei der Bibi und hebt einfach seinen Kopf hoch und dreht in der Luft den Kopf. Ja, und dann, wenn wir jetzt, auch wenn das alles überhaupt nichts mit chronologisch zu tun hat, dieses Video, aber wir können ja kurz noch unsere Abendroutine erzählen. Die Abendroutine. Die ist nämlich auch ganz schön. Ihr könnt doch eigentlich so mal eine Morning-Routine drehen. Könnten wir machen. Das ist ja echt cool. Habt ihr da Bock drauf? Ich mache einen Daumen nach oben, dann filme ich die ganze Routine. Oh ne, wir holen uns am besten jemand, weil ich bin ja mit in der Morning-Routine. Aber wäre eine coole Idee, können wir echt mal machen. Hätte ich Bock drauf. Ja. Bock? Coole Sache. Daumen hoch. Also meistens ist es so, dass ich mich um den Kleinen gekümmert habe, der ist gestillt. Und dann ist er ruhig und dann kümmert sich der Julian um den Kleinen, wickelt ihn und nimmt den mit hoch. Und dann in der Zeit mache ich mich dann fertig. Und das ist so süß, weil ich einfach fast jeden Abend nach oben komme. Und das Licht ist ganz, ganz leicht nur noch an. Und der Julian liegt im Bett und hat den Kleinen einfach hier so auf sich liegen und ist mit ihm am Kuscheln. Ja, und er liegt schon in seinem Bett und halten Händchen. Ja, oder er liegt in seinem Bett und die beiden halten Händchen. Da freue ich mich immer. Und dann mache ich immer jeden Abend von euch ein Foto, wie ihr zusammen da liegt. Eine Sache fällt mir jetzt noch spontan ein. Und zwar, wir machen viel mehr zu Fuß. Also wir sind früher viel mehr mit dem Auto überall hingefahren und jetzt, seitdem wir den Kleinen haben und halt nicht mehr so gerne mit dem Auto unterwegs sind, machen wir so viel zu Fuß und haben so viele neue Dinge, die man zu Fuß erreichen kann, alles Mögliche entdeckt. Ohne Scheiß, guckt euch einfach mal um. Ja. Vielleicht ist einfach ein Bäcker vor eurer Tür. Es ist echt so. Ihr wisst gar nicht, dass der da ist. Weil das ist voll cool. Wir gehen richtig gerne spazieren mit dem Kleinen. Und ja, wir sind leider echt früher viel zu viel für kleine Strecken Auto gefahren. Ja. Oh Gott, wir klingen wirklich wie so Alte. Wir klingen wie so Opas. Oh Gott. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und es war informativ für euch. Wir haben euch lieb und sagen piep, piep, piep. Adios, amigos. Tschüss. Ciao. Лампочки вспышками, если лимиты превышены, то один эффект, один эффект, там фефи, лови эффект, кипихи. Так наш диалект способен поломать твои извилины. Без стиля, без усилий, мы лишь вирус на любом носителе. И мы всего лишь 25-й кадр твоего слуха гипнотизируем. Ведь разум подчиняется звукам, и эта мания подобна настоящей магии, что разрывает от начала до конца твое сознание. We'll be right back.
One.